Herzlich willkommen bei Mittelalter TV, dem Kanal für Leute mit gutem Musikgeschmack. Ich bin's, euer Tigger und Hagane haben ein neues Video rausgebracht von ihrer aktuellen EP Life Goes On, die dieses Jahr rauskam. Hagane, Power Metal aus Japan, heißt ja übersetzt Stahl? Wer sie noch nicht kennt, lässt sich jetzt überraschen vom Stahl-Metal, vom Stahl-Power-Metal aus Japan. Keine Angst, es wird nicht aller Manowar, falls ihr das jetzt gedacht habt. Oder für die, die dachten, oh, hoffentlich sowas wie Manowar. Na, sowas wird es dann leider nicht. Aber wir hören da jetzt rein. Los geht das. Der Vollmond. Gut nach vorne, geil. Und galoppierende Rhythmen, sehr geil. Erinnert mich so ein bisschen an Love Bites am Anfang schon. Seht ihr das anders? Wie findet ihr den Song? Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr dabei seid. Like und Abo nicht vergessen. Auch cool in dieser Atmosphäre. Irgendwie sind die Videos alle relativ ähnlich bei vielen Bands. Irgendwie japanischer Tempel, japanisches Gebäude aufgebaut und dann einfach davor spielen. Ich meine, lohnt sich auch, bietet sich an. Auch mit diesen asiatischen Masken. Natürlich, es bietet sich ja an. Deren Kultur, klar. Aber ich liebe diese Geschwindigkeit, dieses Durchpowern bei diesen. Bei den japanischen Power Metal Bands auch alle Love Bites, alles direkt nach vorne, sehr geil. Der ruhige Part zum Kuscheln oder zum Bewegen. Das ist der Part zum Bewegen. Der Song da zu Ende?
Da kommen noch ein kleiner Abspann, so wie es aussieht, oder Credits. Nee, da ist der Song zu Ende. Sehr cool. Sehr cool, Hagané. Mit ihrer aktuellen EP sind sie ja unterwegs. Die heißt Life Goes On. Entschuldigung. Ist dieses Jahr erschienen. Und ich muss sagen, Hagané machen richtig Spaß. Wie gesagt, erinnere mich sehr an Love Bites. Und ist ja auch tendenziell die gleiche Musik, ne? Also dieses Power Metal in die Richtung. Und ich muss sagen, habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Jetzt die neuen, ich habe schon was länger nicht mehr gehört. Irgendwie so seit einem Jahr oder anderthalb irgendwie liefen bei mir in Playlisten drin. Ich muss sagen, es ist geil, gefällt mir. Wer mehr von Hagané hören möchte, die haben schon einige Sachen rausgebracht. Es gab 2018 eine Demo, 2020 eine Demo. 2020 ein Live-Album, 2020 eine DVD und die erste EP kam auch 2020 heraus. 2021 kam dann noch eine DVD raus, 2021 kam eine Single raus, Supervillain, und die dritte DVD kam 2022 raus, dann das erste Album Code 9021 ist das erste Album von denen. Und es erschien 2022. Und jetzt die EP 2024 Life Goes On. Das heißt, die Band gibt es noch gar nicht so lange, aber die haben schon gut was rausgebracht. Und jetzt halt das neue Video, sehr geil. Ich weiß leider nicht, wie es heißt. Ich bin auch zu faul, mir das Ganze jetzt übersetzen zu lassen. Ich weiß nur, dass es mir Spaß macht. Wie findet ihr es? Gerne in die Kommentare damit. Schreibt mir noch ein paar andere unbekanntere asiatische Bands, auf die ich gerne mal reagieren kann. Aber wenn ihr dabei seid, ne, könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren und dann direkt in der Playlist gucken, auf welche asiatischen Bands ich schon reagiert habe. Wenn euch asiatische Bands interessieren, gerne reinschauen, weil ich habe dazu komplette Playlist gemacht mit verschiedenen Reactions, die ich gemacht habe, sind auch schon sehr, sehr viele mittlerweile. Und ich habe unten, falls ihr mehr asiatische Musik hören wollt, in der Infobox eine Spotify-Playlist von mir verlinkt, wo einige asiatische Bands drin sind. Was bleibt mir sonst noch zu sagen, außer habt noch einen wunderschönen Tag.